Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe einen neuen Rucksack und dachte, dann mache ich mal ein kleines Video drüber. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht häufiger neue Rucksäcke hätte, aber in diesem Fall gefällt mir der eigentlich ziemlich gut. In Anbetracht dessen, dass das Teil bloß 20 Euro kostet. Und zwar handelt es sich um den BW Kampfrucksack Import. Also quasi den Nachbau von Miltec vom Original Bundeswehr Kampfrucksack. Ich habe keine Ahnung mehr, ob der Bundeswehr Kampfrucksack auch aus Cordura war. Dieser hier jedenfalls ist es. Und ja, den werde ich euch jetzt mal ein bisschen näher vorstellen. Fangen wir mal spaßeshalber oben an. Da gibt es diese Schlaufen hier. Diese Schlaufen hier haben den großen Vorteil, dass die quasi unendlich lang sind. Ne? Das entsprechende Band dazu. Das heißt, man kann im Prinzip irgendwelche riesigen Dinge obendrauf backen. Ich habe jetzt hier nur meine ganz dünne Isomatte obendrauf, aber es würde halt eben auf was bedeutend Dickeres gehen. Hat aber auch den Nachteil, dass ich bisher noch nicht so ganz rausgefunden habe, wohin mit diesem übrigen Rest der Schlaufe, wenn man nichts Dickes obendrauf hat. Gut, aber machen wir die mal ab. So, ohne die Isomatte drauf sind also eben entsprechend diese Schlaufen hier mehr oder weniger im Weg. Darunter gibt es jetzt hier nochmal ein Fach, das interessanterweise wieder mit so einem Festzorverschluss, ich habe keine Ahnung, wie man die eigentlich nennt, verschlossen ist, nicht mit irgendeinem Clip-Dings. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die nennt. Da passt jetzt nicht so viel rein. Entschuldigung, da passt nicht so viel rein und man hat halt das Problem, dass wenn man noch was oben drauf packt, kommt man da nicht dran und das, was man oben drauf gepackt hat, wegzumachen. Das Ganze ist halt eben ein bisschen fummelig zu bedienen mit diesem Verschluss. Andererseits, da kann sich natürlich jeder selber noch so einen Clip-Verschluss dran machen. Die gibt es für ganz wenig Geld käuflich zu erwerben. Ich habe das Ding jetzt erst ein paar Tage, ich werde das auch noch tun und schon ist der nochmal deutlich verbessert. Gut. Dann das Hauptfach. Das ist jetzt wirklich mit diesen, ich nenne sie einfach Clip-Ding, Verschlüssen verschlossen und kann dann hier aufgeklappt werden. Was ich schön finde, ist, dass da ein Gummizug im Deckel vorhanden ist. Hier. Dadurch kann man da auch super noch was in den Deckel reinklemmen, zum Beispiel irgendeine Decke, irgendeine Universal-Baumarktplane oder ähnliches. Lässt sich dann nach hinten entsprechend klappen. Oh, und beim Deckel habe ich vergessen, der hat auch noch auf der Rückseite hier ein Namensschildchenfach und hier ist auch nochmal ein Reißverschluss, da kann man auch nochmal flache Dinge reinpacken, aber eben nur flache Dinge, aber zur Rückseite komme ich nachher nochmal separat. Jawohl, dann hat er hier schönerweise zweimal so lustige Schnüre zum Fixieren mit diesen schönen Zippern da. Keine Ahnung, wie die jetzt schon wieder heißen. Irgendwann muss ich mir mal die Fachbegriffe. Also was jetzt da drin ist, ist jetzt nur mal exemplarisch. Habe ich gerade wieder reingesteckt. Das war da ein Heringsack. Eine Jacke. Und alles andere ist übrigens Schlafsack. Gut, jetzt ohne Schlafsack. Dann stellt man fest, dass hier oben komischerweise so ein seltsamer Metallstab drin ist. Den kann man auch rausmachen. Man kann ihn drin lassen. Mir ist noch nicht genau klar, wozu der genau gut ist. Vielleicht trägt sich der Rucksack ohne das Ding schlechter. Weiß ich nicht. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Dann, der Rucksack hat keine eingebaute Rückenversteifung. Dafür braucht man die BW Mehrzweckunterlage, also auch Bundeswehr Isomatte genannt. Wenn man die da reinsteckt, dann fühlt er sich eigentlich ganz gut an am Rücken. Und wenn man keine sehr spitzen Gegenstände dagegen drücken hat, trägt er sich dann auch eigentlich ganz gut. Die braucht man aber unbedingt. Ohne ist das Ding quasi nicht zu tragen. Viel zu ungemütlich. Ja, Platz hat er jetzt nicht wahnsinnig viel da drin. Ich würde jetzt mal sagen, das Hauptfach hat vielleicht 25 Liter ungefähr. Mehr sind es nicht, auf keinen Fall. Wahrscheinlich nochmal deutlich weniger. Laut Herstellerangabe hat der gesamte Rucksack angeblich 65 Liter. Ich frage mich, ob das stimmt. Naja, was man noch außen dran machen kann, sind natürlich jetzt nochmal hier an den unteren Zip-Dinger. Ich nutze das immer gerne und mache da Töpfe bzw. Tassen dran. Mein Geschirr stelle ich auch mal irgendwann vor. Und dann kann man hier unten mit diesen unteren Zip-Dingern interessanterweise nochmal irgendwas dranhängen. In diesem Fall hier meine Übernachtungsgelegenheit für heute.
Anders als oben sind die hier aber jetzt eigentlich schon am Limit. Also etwas, das größer ist als die BW-Zeltbahn hier, beziehungsweise dicker, würde man das schon nicht mehr dran bekommen. Gut, und dann gibt es noch ein Bodenfach. Jetzt kann man auch schön sehen. Hier ist noch so eine Materialschlaufe für Eispickel, Axt oder ähnliches. Und die gibt es hier oben am Hauptfach auch noch mal eine. Und das finde ich eigentlich auch sehr gelungen, wenn man sich sonst nichts dranhängt oder sich unter das, was man sonst dranhängt, noch irgendwas Langes außen ranhängen möchte oder auch Trekkingstöcke. Das funktioniert wunderbar. Das habe ich auch schon ausprobiert. So, und jetzt das Bodenfach, da muss man feststellen, das hat einen Reißverschluss und Reißverschlüsse sind bei dieser Preisklasse eigentlich ziemlich schwergängig. In diesem Fall ging es jetzt automatisch relativ gut auf. Was deutlich schwerer geht, ist wieder zu. Und auch an der Verarbeitung vom Reißverschluss merkt man auch, dass der einfach hakelig ist und dass es sich um doch sehr kleine Reißverschlusszipper handelt, die jetzt nicht sonderlich massiv sind. Also ich bin von meinen teuren Rucksäcken da anderes gewöhnt. Ich fürchte, das wird so ziemlich als erstes kaputt gehen, wenn ich irgendeine Naht reißt. Aber andererseits, wie gesagt, der kostet 20 Euro. Die andere Hälfte meiner Unterkunft? Jawohl. Ja, und hier unten ist eigentlich nicht mehr allzu viel Platz drin. Ich glaube, das wurde früher immer als Dreckwäschefach bezeichnet. Man kann da ganz gut dann irgendwelche getragenen Unterhosen oder ähnliches aufbewahren, ohne dass der Rest des Rucksacks anfängt zu stinken. Kommen wir mal kurz zur Materialinnenseite. Also Cordura ist ja ein klassisches Rucksackmaterial. Das ist nun wirklich nichts. Das Standard-Rucksackmaterial. Was ich interessant finde, ist hier innen diese Beschichtung. Die lässt das Ganze fast wasserdicht sein. Also es hilft wirklich. Ich habe es mal ausprobiert, mal entsprechend das Wasser drüber gekippt. Das dauert schon eine Weile, bis da was durchgeht. Also man muss schon wirklich in strömendem Regen unterwegs sein und das den ganzen Tag, bis da wirklich was durchweicht. Das finde ich wirklich erstaunlich gut. Das ist bei vielen teureren Rucksäcken interessanterweise nicht. Keine Ahnung warum. Und hier unten kann man auch noch mal was dranhängen. Man kann allerdings interessanterweise nicht da und da gleichzeitig was dranhängen, außer es handelt sich um zwei sehr dünne Dinge, weil sonst einfach dieses Ding hier nicht lang genug ist, weil hier ist ja auch schon wieder Ende, wie man sieht. Dann gibt es noch diese zwei Seitenfächer, die ich jetzt einfach mal als Flaschenfächer bezeichnen würde. Wüsste nicht, was man da sonst noch reintun sollte, weil Wasser ist nun mal wichtig. Ist auch entsprechend welches drin. Schön ist, dass da auch noch ein Kampfmesser reinpasst. Und interessant ist jetzt auch, dass die hier quasi durchgängig sind. Man kann also da unten drunter bis hier unten durch auch noch was durchstecken. Zum Beispiel eine Axt, eine Schaufel oder irgend sowas in der Richtung. Gut, dann zur Rückseite. Es gibt keinerlei Ventilationsöffnungen oder ähnliches. Es ist einfach nur eine glatte Platte und die ist dann nur dann glatt, wenn man eben diese Isomatte hinten drin stecken hat. Die reicht bis fast ganz unten, beziehungsweise wenn dieser Dreckwäsche dingerig leer ist, dann ist da entsprechend flexibel. Aber das macht ja nichts. Da unten wird man in der Regel eh immer zuerst was reinpacken, sollte man zumindest. Der Rucksack hat keinen Hüftgurt. Stattdessen einfach nur diesen Fixierungsgurt, würde ich ihn mal nennen, mit dem man sich um den Bauch festmachen kann, damit der einfach nicht sonst wo rumschwingt. Aber das war es auch schon. Und der Tragegurt an sich, einfach, aber funktional, würde ich sagen. Nicht sehr dick gepolstert, aber das braucht man ja auch nicht. Ist breit genug. Es gibt da hinten noch eine nette Trageschlaufe. Und interessant ist auch, dass hier diese Dinger sind, die mit, diese Riemen, mit denen man den Tragegurt im Rucksack nochmal separat fixieren kann. Das ist eine recht sinnvolle Sache. Das hat auch jeder bessere Trekkingrucksack. Und man kann alternativ diese Riemen auch hier oben durchziehen, anstatt diese Packriemen zu benutzen, um da oben was zu fixieren. Damit kann man sich den Rucksack nochmal besser an den Rücken hinanziehen. Also, was ich meine ist, das da oben durchfädeln, um dann den Rucksack einfach nochmal besser an sich ranziehen zu können und ihn näher am Körper zu haben, was das Trageverhalten dann nochmal verbessert. Gut, aber alles in allem, für 20 Euro bin ich von dem Ding bisher ziemlich begeistert. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende angekommen. Also für 20 Euro finde ich den Rucksack wirklich erstaunlich gut. Deshalb habe ich mir auch einfach mal gekauft, weil ich dachte, boah, du brauchst zwar nicht noch einen Rucksack, aber für 20 Euro wäre das einfach mal witzig, den mal auszuprobieren. Und tatsächlich hatte ich auch noch keinen Rucksack dieser Größe. Ich habe ein Riesending mit 90 Litern, das ich für mehrtägige Völlig-Pampa-Touren nutze, wo man keine Möglichkeit hat, irgendwie zwischendurch nochmal irgendwelche Lebensmittel oder Ähnliches einzukaufen.
Und ich habe noch diverse relativ kleine Daypacks, wo dann halt wirklich nur der tägliche Bedarf reinpasst, sei es der Computer, noch mal eine Brotzeit, keine Ahnung, eine Jacke, und dann ist der auch schon voll. Also von daher war das jetzt eine ganz gute Zwischenlösung. Für eine Übernachtung im Wald, beziehungsweise zwei oder drei Übernachtungen im Wald mit relativ wenig Gepäck und nur dem Allernötigsten, denke ich, reicht der vollkommen aus. Gewichtsmäßig würde ich allerdings auf keinen Fall mehr als 18 Kilo ungefähr reinpacken wollen, weil die Nähte halt dann doch nicht so wahnsinnig super verarbeitet sind. Es ist okay, aber halt nicht berühmt. Und was man halt noch machen könnte, wäre halt wirklich an diesen Schnallen, wo nur dieses, dieser einfache Verschluss dran ist, da dann halt nochmal so einen Clip dran bauen. Das ist ja aber auch keine große Sache. Ich sollte vielleicht noch ganz kurz erwähnen, mein Hut sitzt schief, wo es das Ding eigentlich hergibt. Und zwar bei ASMC habe ich ihn gefunden. Da war er eigentlich eben für 20 Euro zu haben, plus Versandkosten. Ich weiß nicht, ob es den auch noch bei rea.de gibt, also bei jedem. Auch beim Bundeswehr- und Freizeitshop gibt es die Teile auch. Also das gibt es eigentlich fast bei jedem Militärausrüster oder Pseudo-Militärausrüster oder wie auch immer man die nennen möchte, kriegt man diese Dinger in 17 verschiedenen Farben gefühlt. Von Olivgrün bis Flecktarn bis Schwarz, Weiß, Beige, Wüstentarn, was auch immer. Blau gibt es auch, keine Ahnung. Gut. Also, dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, und ich baue jetzt dringend mein Lager auf, bevor es hier dunkel wird. Ciao!